Hey Leute, ich endlich mal wieder. Ja, wir haben es geschafft. Die ersten 3 Tage sind rum. Es ist jetzt Montagabend um 21 Uhr. Nee, 22 Uhr. 22.20 Uhr. Also heute sind wir ziemlich früh draußen. Die letzten Tage war schon sehr viel später. Und ja, ich wollte mal ein bisschen berichten, wie es jetzt so gewesen ist. Der erste Tag auf jeden Fall war super, super geil. Also von morgens bis abends standen wir eigentlich nur in der Küche und haben wirklich nur gekocht. Das hat aber sehr viel Spaß gemacht. Und ja, kam eigentlich zu 100% super an, so wie es bei uns ankam zumindest. Und der Sonntag war ja interessant, denn irgendwie mittags war fast gar nichts. Waren nur ein paar Familien. Und abends war es dann nochmal so richtig, richtig voll. Ja, war auf jeden Fall super geil, hat richtig viel Spaß gemacht und ja, was kann ich noch sagen soll. Ich bin jetzt total fertig, ehrlich gesagt. Wir haben jetzt 3 Tage lang wirklich von morgens bis abends durchgeknüppelt. Und ja, wir haben auch einige Geschenke erhalten auf jeden Fall. Zum Beispiel von dem Törtchen-Eck, was hier gleich in der Gegend ist. Wir haben die Törtchen jetzt leider schon aufgegessen. Aber es waren ganz kleine, süße, vegane, ich weiß es gar nicht mehr, Heidelbeer- und Erdbeerdörtchen. Ich habe es leider vergessen. Waren auf jeden Fall sehr lecker. Und Kirsch war es. Und ja, ich habe auf jeden Fall ein Foto davon gemacht und auf Facebook gestellt. Da ist nämlich auch klein unser Logo oben drauf gewesen. Ja, fand ich wirklich sehr, sehr geil. Und auch noch andere Sachen. Zum Beispiel haben wir ein Gästebuch geschenkt bekommen von einer Patentante von Josef und noch ein paar Kochmesser und von ein paar Freunden eine Spieleküche für unsere Kinderecke zur Eröffnung. Ja, wirklich sehr toll. Und sie ist aus Holz. Finde ich super. Ja, so wie das. Es ist auch einiges schief gegangen auf jeden Fall. Und zwar heute am Montag hat sie ein bisschen geknallt. Gleich am dritten Tag mal. Aber ja, ist alles noch ein bisschen unorganisiert und wenn ihr jetzt zufälligerweise am Montag gerade hier wart, dann habt ihr hoffentlich nicht zu lange gewartet und es war nicht zu viel Chaos die ganze Zeit. Ja, da habe ich auch einmal ein bisschen die Geduld verloren, aber ja, nach so ein paar Tagen ist das auch nicht weiter verwunderlich. Aber und irgendwie muss ich sagen, gehört es auch ein bisschen dazu, ohne wird es ja schon fast langweilig sein, nicht wahr? Ja, war auf jeden Fall sehr geil. Im Endeffekt die ersten 3 Tage ist super angekommen und ja, ich bin jetzt total durch. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich rede ich jetzt einfach nur Quatsch und alles dreimal. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die, die vorbeigekommen sind und wenn ihr noch nicht hier wart, kommt auf jeden Fall vorbei. Morgen ist erstmal Ruhetag, also am Dienstag, also wahrscheinlich heute, wenn ich das morgen hochlade. Ja, dann genau, kommt auf jeden Fall vorbei und wir freuen uns. Ja, wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Hause. Mein Fazit habt ihr ja gerade schon gehört. Josef hat jetzt eigentlich nur noch Lust. Man sieht dich gar nicht. Man sieht dich gar nicht. Ich weiß, man sieht dich. Habe ich mit Absicht gemacht. So, jetzt sieht man dich. Hat eigentlich noch Lust jetzt wahrscheinlich einmal zu baden und zu duschen oder irgendwie so sich ins Bett zu packen. Ja, ich ehrlich gesagt auch. Jetzt baden, duschen. Baden, duschen geht er jetzt. Aber du hast bloß eine Dusche, ne? Ja. Okay, gut. Baden geht gar nicht. Ja, eigentlich wollte ich ein paar Mal zwischendurch die Kamera rausholen, aber ich habe es wahrscheinlich auch geschafft, aber ich hatte zwischendurch irgendwie nicht so wirklich Lust dazu, weil ich auch einfach mal zwischendurch ausspannen wollte, wenn da mal wirklich Zeit war. Deswegen habt ihr wahrscheinlich auch nur sehr, sehr wenig gesehen. Ja, genau wie wahrscheinlich auf Facebook. Also, wir waren auf jeden Fall sehr ausgelastet. Ja, jetzt geht's nach Hause. Morgen früh um 9 haben wir noch einen Banktermin und den Rest des Tages ist dann Ausspannen angesagt. Also entweder ins Bett legen oder an den Strand legen. Oder irgendwo anders hinlegen. Oder okay. Mit einem Bett an den Strand legen. Oder so, kann man auch machen. Okay, bis dann. Tschüss.